Howdy. Ich hab dich gegoogelt, bevor ihr angefangen habt. Aber kam nichts in meinen Augen. Eintrag gelöscht. Ich muss meine Mama fragen. Danke, danke. Ja, wow, Pablo, oh, super. Hallo. Hallo, ich bin der Pavel. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum TSG Quiz Taxi powered by Audi. Allererste Frage: In wie vielen Spielen standet ihr beiden gemeinsam für die TSG auf dem Platz? Stand heute. Das ist eine Schätzfrage. Wer von euch beiden näher dran ist, kriegt den ersten Punkt. Du bist Saison 2015, 2016 gekommen. Du warst aber zwei Jahre jetzt leider 15, verletzt. 15, was haben wir jetzt für ein Jahr? Okay. Ich sag 80. 80 Spiele? Mhm. Ich sag 79. Du bist sehr schlau. Ich hoffe, er wird 81. 79. Es sind 94 Spiele. Jawohl! Sogar. Also von Brian Skinner Fabel. Ein bisschen geschwitzt aus. Wie breit dürfen die Linien auf einem Fußballfeld höchstens sein? Google. Okay. 10. Beim nächsten Quiz-Taxi müssen wir uns die Handys hier vorgeben lassen. 10. Du sagst, nee, ich habe nicht gegoogelt, ich habe nur gerechnet. Alles gut, alles ich habe meine Zentimeter. 10. 10? Ich sag 12. Pavel, Gratulation. 2-0. Spieler aus welchem Land, abgesehen von Deutschland, erzielten die meisten Tore für die TSG Hoffenheim? Ich sage aus Bosnien. Und dann sage ich Brasilien. Damit verkürzt Bicho auf 2-1. Wegen Dings Vedo auch, ne? Vedo hat sehr viele, dann Sully muss ja auch, ist ja auch lange hier bei der TSG. Bicho hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen. 1 Pro-Punkt. Super, 2-1. Und damit kommen wir schon zu den persönlichen Thesen über euch. Bicho hat in seiner Karriere einen einzigen Doppelpack erzielt, und zwar gegen die TSG Hoffenheim. Stimmt oder stimmt nicht? Nie im Leben. Warum? Nie im Leben. Warum? Das stimmt nicht. Soll ich aufklären? Stimmt. Stimmt? U19, VfB Stuttgart gegen... Warte, warte. Ich habe nicht gesagt, meine Profis. Ich wie nur gesagt, U9? Jetzt kommt er mit... Okay. U6 war das, oder? Vielleicht. U19? Ja. A-Jugend. Habe ich 2 Tore. Du hast mir damals diese Geschichte erzählt, wo du mit Braunschweig gegen TSG gespielt hast, weißt ja, du? Ja. Und das hatte ich im Kopf, dass du nicht 2 Tore gemacht hast. Ja. Egal. Das ist Punkt für Bicho jetzt. Ja. Nein, es ist einfach nur kein Was? Punkt. Also es ist einfach kein Punkt. Schau, der steckt mit dir unter einer Decke, sage ich einfach. Wir bleiben noch mal bei dem Thema Torgefahr und kommen mal zu Pavel. Der hat nämlich in seiner Profikarriere noch nie einen Doppelpack geschafft. Wahr oder falsch? Ich kann auch Sparta Prag sein. Ja, also. ich weiß, aber glaube ich nicht, ey. Glaube ich nicht. Da bist du nämlich immer, da hast du weniger Torgefahr, da warst du einfach nur die Lokomotive. Und du hast ja in Hoffenheim angefangen, auch dann Tore zu schießen. Deswegen glaube ich kein Doppelpack. Ich weiß selber nicht, aber ich glaube, das stimmt, oder? Er hat recht. Er hat recht, ja. 2-2. Nee, ist auch kein Punkt. Doch, 2-2. Bicho, den Punkt, den gönnen wir dir mal, ausnahmsweise. These Nummer 2 über Bicho. Er hat 5 Tattoos, wahr oder falsch? Ja, ich glaube, das stimmt. Ich habe 8. 8? Aber nur 5-mal tätowiert, also. 5-mal hingegangen. Genau, 5-mal hingegangen, genau. Ich habe 1 hier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hier, das hier noch. Pavel hat in seiner gesamten Karriere, ausgenommen der Nationalmannschaft, nur 3 verschiedene Rückennummern getragen. Wahr oder falsch? Also auch Jugend zählt dazu, ne? Alles. Also komplett seit er Fußball spielt. Aber ohne Nationalmannschaft? Ohne Nationalmannschaft. Ja. Ich sage, er hatte mehr. Ne, leider nicht. Ich hatte nur 3. Also 3 hier Hoffenheim, Sparta Prag 16. Und dann war ich Laie in Viktoria Žižkov. Das ist eine Mannschaft aus Prag. Und da hatte ich Nummer 6. Also was hast du in der Jugend gehabt als Stürmer? Aber Jugend zählt nicht. Auf Vereinsebene, seit wir es wissen können. Genau. Ich kenne Pavel tatsächlich nicht so lange. Okay, ja, trotzdem kannst du ihn ja fragen vorher. Das habe ich ja extra vorher gefragt. Ich habe ihn vorher gefragt. Er hat gesagt 3 Nummern. 3. Nee, was hast du als Stürmer gehabt? Sag mir das nochmal. Nummer 3. Ey, das lasse ich nicht gelten. Ich habe extra vorher gefragt. Okay, Punkte, Bitch, stimmt, ja.
Weil ich habe das extra vorher gefragt. Ne? Alles klar, Punkt für Micho. Wir machen den Punkt in Klammer, wir lassen ihn entschieden. Okay. Wenn ich ihn brauche, kann ich entscheiden, ob ich ihn nehme oder nicht. Okay. Gut. Nein, wenn ich ihn brauchen sollte, den Punkt, und es unentschieden ist, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Gewinne ich, zählt der Punkt, verliere ich, zählt der Punkt. Okay. Wir machen weiter mit Micho und sprechen ein wenig über sein FIFA-Rating in FIFA 23. Seinen besten Wert hat Micho bei der Kategorie Stärke. Wahr oder falsch? Ich sag, das stimmt. Micho, weißt du es? Nee, sag du es mir. Es stimmt nicht. Es ist die zweitbeste Wertung. Aggressivität. Ach so, Aggressivität, ja. Aber wieso sagen die Aggressivität? Ja. Vollkommen unverständlich. Ja. Pavel, du hast ja vorher schon selber gesagt, du hast mit 6 Jahren als Stürmer angefangen und hast in einem Spiel 4 Tore geschossen. Wahr oder falsch? Jetzt muss das nicht Profi sein, ja? Nee, wahr. Ich sag wahr. Genau. 4 Tore kannst du als Stürmer doch mal machen, da irgendwo in Tschechien. Stimmt nicht, ich habe 6 Tore gemacht. Ja, okay, ja. Ja. Super. Das war richtig verarscht. Der richtige Torjäger. Das war richtig verarscht. Ich hab dir einfach zugetraut, dass du... Ja, und ich habe nochmal gemacht. Ja, das war, ja. Aber schade. Schade, passiert. Okay, das ist einfach verarscht. Gut. Ich spiele kein Stück, 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 ich will den Punkt. Also 3-2 für Micho? Nee, 2-2 noch, komm. Wir gehen nochmal in die Jugend. Micho hat nämlich ein Länderspiel für die deutsche U18-Nationalmannschaft absolviert. Wahr oder falsch? Wie lange lebst du in Deutschland? 92. Ich glaube, das stimmt. Also ja? Das ja. Diese Antwort stimmt. Stimmt. Super. Freundschaftsspiel war das, oder Quali? Freundschaftsspiel. Gegen wem? Türkei. 1-1 haben wir gespielt. Wunderbar. Letzte These über Pavel. Und die hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Ja, er angelt gern. Stimmt. Ja, Entschuldigung. Nein. Aber das nein. Weiter geht's. Nein, er hat noch nie einen Fisch gefangen. Das hat er immer gekauft in Rewe. Stimmt, nicht Kaufland. Ja, dass Pavel gerne angelt, ist allgemein bekannt. Aber Pavel hatte früher tatsächlich noch was anderes, was er gerne gemacht hat, neben Fußballspielen. Pavel hat früher Flöte gespielt. Wahr oder falsch? Du hast so gemacht. Mach mal. Alle, schau. Ja, stimmt. Ja, Flöte, ich habe gespielt 2 Jahre. Du hast, ja. Wir hatten mal ein Gespräch darüber und dann habe ich gedacht, der verarscht mich. Schule, ja, damals. Du hast ja, mir das erzählt Jahre. Dann, ja. Also 3-3. Also 3-3. Eine letzte Frage hätten wir noch, die entscheidet, wer hier gewinnt. Okay. Und zwar geht es um dieses Auto, in dem wir hier sitzen. Wie viel PS hat denn der Audi e-tron GT-RS? Wer von euch beiden näher dran ist, kriegt den Punkt und holt sich damit den Tagessieg. Und nur, dass ihr es einmal merkt. Oh je, Boden. Also rechts ranfahren, ich glaube, mir ist schlecht. Ey, hier war 70, warum bist du 90 gefahren? Boah. Das stimmt nicht, ich hatte 70 gefahren, ja? Ich sag 257. Auf jeden Fall mehr. 258. Ich wusste. 258 sage ich nur, weil ich will nicht so weit drüber sein, dass ich dann am Ende verliere. Okay. Aber ich glaube, der muss irgendwas bei 400-500 haben. Er hat 598 PS. Ja, siehst du, ich hätte 480 gesagt. Okay. Kannst du eben mal kurz, ich mach mal eben kurz Fenster runter. Danke. Ich sag nur Glückwunsch. Vielen Dank, Pavel. Glückwunsch, ja. Herzlichen Glückwunsch, Micho. Dankeschön. Ich hätte eine Frage für dich noch. Ja. Wenn du die weißt, dann sind wir beide Sieger. Okay. In meiner Jugend, als ich klein war, weiß ich vielleicht 8, 9 Jahre, 10 Jahre vielleicht war ich. Was war mein erstes Fußballtrikot? Von welchem Spieler? Und ich gebe dir noch einen Tipp, Stürmer. Land, sagst du mir auch? Nee, kann ich nicht. Aber top, war ein Top-Stürmer. 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 Top-Stürmer, Super-Stürmer. War das Stürmer? Stürmer, ja. Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Nein. Richtiger Ronaldo? Richtiger Ronaldo. Stimmt? Ja. Schau mal. Von Brasilien. Ja, das genau. Trikot. Brasilien-Trikot. Ja, das habe ich auch gemeint. Und jetzt meine Frage, wo hast du das her? Vom Bazar, 10 Mark. War kein Original. Sarajevo. Ja, wirklich. Also, kein Sieger. Pavel, stark. Super. Danke für deine Antwort. Danke euch. Einen schönen Tag noch. Bis dann, ciao. Tschüss.